Alles war jetzt richtig. Also. Voll Wahnsinn. Cool. Es, geiler Hang, geiles Schnee, super Steff, danke. Aber Armin, was war jetzt gewesen, wenn jetzt da was passiert war? Wie schaut das versicherungstechnisch aus? Ja, wichtig war halt, dass beide eine Unfallversicherung habt. Aber das gehe ich einmal davon aus, dass ihr eine habt. Also das ist jetzt auch richtig, verstehe. Muss ich mir jetzt einmal hinhocken und einmal Gedanken machen, wie bin ich versichert, oder? Das ist wichtig, weil zur guten Ausrüstung am Berg hat halt auch Versicherungsschutz. So, man denkt, dass man sein Auto gut versichert, dass man seinen Hund versichert, sein Haus, seine Wohnung gut versichert, aber bei sich selber denkt man oft als Letztes an das, dass man sich aussichern sollte, weil es entstehen einfach große Kosten, die, wenn ich verunfall, auf mich zukommen, gerade bei der Bergung oder bei der Nachsorge oder dann auch bei einer Invalidität. Wenn du was beschädigst, jetzt nicht absichtlich natürlich, wo ein anderer noch sagt, hey, Manni, du hast die Ohren getreten, das tust du mir ersetzen. Mhm. Dann brauchst du eine Haftpflichtversicherung. Die ist in der Haushaltsversicherung eigentlich dabei. Und die sollte halt auch eine gescheite Summe haben, dass der Schaden dann auch von deiner Haushaltsversicherung gezahlt werden kann. Den fremden Schaden, den du unstellst. Gut, aber jetzt haben wir unser Bierl verdient, oder? Was meinst du, Armin? Haben wir uns verdient, aber Achtung bei der Unfallversicherung, wenn du eine Bewusstseinsbeeinträchtigung hast durch Alkohol oder durch Medikamenteneinfluss, dann kannst du mitunter ein Problem geben. Armin, danke für die Tipps. Gell? Gerne. Steff, danke für den coolen Tag. Cool, super. Gerne. Und jetzt haben wir uns einen kleinen Sauernradler verdient.